Hallo, willkommen zurück. Wir sind gerade dabei, hier die Untotenstadt unter dem Betrachterkult aufzuräumen. Und mit Aufräumen meine ich natürlich, wir töten alles, was hier rumläuft. Mumien, Mumien, Mumien. Okay. Gegen Mumien habe ich nichts. Mumien fallen. Wenigstens. Wohingegen höhere Mumien die Hölle sind. Die absolute Hölle. Okay, ich versuche den Düsterschrecken mit hinterhältigem Angriff auszuschalten, was absolut gar nicht funktioniert hat. Weil Düsterschrecken können einen ja festhalten und das sorgt wieder dafür, dass man schnell stirbt. Und damit konnte ich mich noch nie anfreunden. Düsterschrecken. Braket, du benutzt mal deinen Unsicht... Oh, ich hab immer noch Sunray? Habe ich gerastet? Ich glaube nicht. Probieren wir es nochmal. Upsa, nein, 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 böse. Böse, lass das. Hör auf, den Trank zu nehmen. Sonnenstrahl. Wow, cool. Hat funktioniert. Und es hat irgendetwas gespawnt anscheinend. Irgendein Feuereffekt. Was ist los? Ich höre Schluckaufgeräusche. Okay, nehmen wir mit. Ist zwar nichts wert, aber nehmen wir mit. Ich höre immer noch Schluckaufgeräusche. Naja, was soll's. Müssen wir wohl so hinnehmen. Oh, was haben wir denn da? Schädelfalle. Schöner Zauber. Annomen, du hast ein unordentliches Inventar. Was habe ich dir gesagt? Du sollst dein Zimmer aufräumen. Was? Hä? Wer? das ist auch dir? Ah, plus 2 Geschicklichkeit. Okay, im unmodifizierten Spiel setzen die Geschicklichkeit auf 18, was sie extrem wertvoll macht. Weil so Leute wie Keldorn mit Geschicklichkeit 9 eigentlich kein Schwert in die Hand bekommen dürfen. So, da müssen wir uns also auch jemanden aussuchen, der hohe Geschicklichkeit hat sowieso schon. Sowas wie, so jemand wie Nalia. Oder jemand, der Geschicklichkeit 16 hat. Weil das bringt dann, glaube ich, nochmal ordentlich Rüstungs... Oh, hallo. Ordentlich Rüstungsklasse. Du brauchst es gar nicht erst anzuziehen, weil von 10 auf 12 ist, glaube ich, kein wirklicher Unterschied. Könnt mich täuschen. Ich glaube, von 6 bis 12 ist alles gleich, was Geschicklichkeit angeht. Kann ich mich aber komplett täuschen. Mazzy hat natürlich hier 18. Ja, das bringt auf jeden Fall was im Fernkampf. Aber ich glaube, Minsk wird es sein. Ich glaube, Minsk kriegt dadurch 2 Punkte Rüstungsklasse dazu. Wollen wir das mal testen, die Theorie? Minsk, du hast Rüstungsklasse 3. Oh, du hast Stärkehandschuhe an. Jetzt hättest du 5. Dafür verlierst du 2 Stärke. Na, unakzeptabel, sag ich mal. Unakzeptabel. Wen haben wir denn noch? Braket könntest du natürlich anziehen. Du hast Bogenschützen-Handschuhe an. Die sind besser als 2 Geschicklichkeit in deinem Fall. Und bei dir bringt's gar nichts. 0. Dann geben wir das nochmal eine Alle hier. Hässliche Menschenrüstung. Wen haben wir denn dann noch? Braket hat hier natürlich, naja, mal gucken. Es bringt auch nichts. Oh, von 18 auf 20 bringt nichts. Das hätte ich nicht gewusst. Ah, falschen Kerl, das Zeugs gegeben. Ja, Inventar aufräumen. Meine Lieblingsfreizeitbeschäftigung. Ist gar nicht so weit von der Wahrheit auch. Ist schön entspannend auf jeden Fall. Meditativ. Okay, ich weiß nicht, wem ich das geben soll. Also, du kannst erstmal einen Heiltrank haben. Den kannst du eigentlich auch direkt mal nehmen. Ich bin erfreut über die es sei denn, wir würden jetzt rasten, aber ich bin dagegen rasten. So aber ich lenke ab, ich lenke ab. Wer kriegt die Handschuhe? Wo sind sie überhaupt? Ich habe sie verloren. Da sind sie. Nee, hier sind sie. Ja, Braket bringt's nichts. Vielleicht ein paar Diebesfähigkeiten, auf die ich auch gut und gerne verzichten kann. Du hast sowieso... Ah, du regenerierst Lebenspunkte. Das habe ich schon wieder vergessen gehabt. Du hast sowieso scheiß Geschicklichkeit. Das ändert gar nichts, glaube ich. Nee, ändert nichts an der Rüstungsklasse. Okay, okay. Da, Nalia. Ich hoffe, du bist glücklich. Das wahrscheinlich hätte ich sie... Ih, geht Ghoulhaut, ja. Bäh. Das kann irgendwann
Weißt du, wer das anzieht? Ja, nimm den. Nimm den Trank, komm. Was soll's. Nimm den Trank. Ich hab ja Gold. Zur Not kaufe ich mir Tränke. Ist ja nicht so, als dass ich hier einen Trankhändler umgebracht hätte. Oh, warte. Das ist gerade erst passiert. Naja. Was soll's? Was soll's? Was soll's? Da oben waren noch Mumien. Mumien? Also das Item wurde deutlich genervt mit den Mods, die ich installiert habe. Das war vorher so viel stärker, als es noch Geschicklichkeit auf 18 gesetzt hat. Weil dann war so ein Totalversager wie Keldorn oder Anomen, die hatten dann plötzlich hohe Geschicklichkeit. Ah. Okay, kann ich euch vertreiben vielleicht, wie den da? Ja, rennt weg in Furcht vor Braket und Anomen. Kommt her. Ich brauche Fernkampfunterstützung. Hihi. Hey, verlasst nicht das Gebiet, das ist unfair. Das dürft ihr gar nicht. Schöne Erfahrungspunkte, das wären 3000 Erfahrungen. Pro Mumie gewesen, die ich da verloren habe. Anomen, du bist schuld. Wieso hast du mich nicht gewarnt, dass du deine Untoten dann, dass du die dann ins nächste Gebiet vertreibst? Hätte ich wissen müssen. Na, dann wollen wir mal den Betrachter töten. Hier ist der Betrachter Dungeon, sag ich mal. Der Betrachter Unterschlupf. Oh, und das sind ja die Mumien, na klar. Nimm mal diese Waffe. Und du hast schon wieder Probleme mit deinen Schleuderkugeln. Dann stech sie doch im Nahkampf. Ja, orthodox. Oder unorthodox eher. Aber hey, man muss manchmal auch im Nahkampf ran. Okay, Minsk ist leicht verletzt. Oh, und es wird schlimmer. Dann schauen wir doch mal. Habe ich was, was Krankheiten heilt? Ich könnte diesen Regenerationstrank mal trinken. Komm, warum nicht? Dann regeneriert Minsk jetzt, während er Lebenspunkte verliert, ein bisschen entgegen. Und das hilft ihm hoffentlich, dabei nicht zu sterben. Minsk! Minsk hatte schon die Ehre, neben zahlreichen Kriegern zu kämpfen. Aber noch nie war ich so beeindruckt wie von euch, Masi. Das ist nicht der richtige Zeitpunkt, Minsk. Ich gucke gerade, ob du in deiner Krankheit verendest. Was ist verkehrt mit dir? Und was kommt nun? Ein Kommentar darüber, wie großartig ich doch für eine kleine Person bin? Eure Komplimente sind nur schlecht getarnte Beleidigungen. Aber das würde Minsk doch nie machen. Ja, Minsk würde nie jemanden beleidigen, der ehrenvoll und auf der richtigen Seite kämpft. Der drückt es nur so überschwänglich aus. Oh, und Bo würde mit ihm nicht reden, wenn er auf Kleine losginge. Der Regenerationstrank tut gar nichts für mich. Trink einen normalen Heiltrank und dann gucken wir mal, ob ich nicht vielleicht doch noch irgendwas Besseres habe dafür. Abwehrtrank, nee, Abwehrtrank macht da nichts. Das ist was mit der Rüstungsklasse. Hilfe! Hilfe! Anomen, du kannst mal deine Hände auflegen hier. Du hast ja diese tollen Rüstung. Und du hast Steinhaut? Wo hast denn das her? Das hat überhaupt gar nicht geholfen. Wo hast du Steinhaut her? Ah, Krankheit ist weg. Super. Wo kommt die Steinhaut her? Hierher? Hierher? Nein. Hierher? Nein. Ich will das raus. Ja, da. Wow. 5 Angriffe auf Anomen kann der also überleben. Garantiert. Das ist sehr cool. Na, dann wollen wir mal plündern. Was haben wir denn hier? Oh, Bolzen. Ja, Keldorn. Da ich dich ja dann doch eine Weile behalten will. Oh, versagt beim Kopieren. Kannst du die Bolzen haben? Dann kannst du dich im Fernkampf nützlich machen. Ich habe ein bisschen Angst vor dem Dungeon und mit bisschen meine ich natürlich total viel Angst, die Hosen voll. Das Blut pulst schneller, wissend, dass das Böse ganz nah ist. Und da oben ist schon wieder geil. Ja. Oh, hallo, kleiner Gaut. Wollen wir mal Nomen hierher holen? Und dann hau ich dir eins über den Kopf und hoffe, dass du stirbst. Oh nein! Und dann rennen wir weg. Dann rennen wir weg. Anomen! Mach das mal für mich. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Trank, komm! Ach du Scheiße.
Heilige Waldfee! Brakets Ausflug ist vorbei. Vorbei! Anomen wird das alleine machen müssen. So sehe ich das. Interessant ist nochmal anzumerken, dass wenn man verlangsamt ist, glaube ich auch die Regeneration von der Generations-Items halbiert wird. Im Weg, wie das berechnet wird. Also, gut, vielleicht nicht unbedingt super interessant, aber hey. Ich wollte es mal erwähnt haben, ich glaube, das stimmt. So, wo haben wir denn hier die ganzen Betrachter, die ich töten? Oh Gott, blinde Priester. Ich hau ab. Gegen die Menge an Priestern brauche ich gar nicht erst anzukommen. Mit meinem einen Priester. Da wollen wir so vielleicht einen Block. Oh, Flammen. Schlag. Ich hab hier einen Stab, der das kann. Sie ist sogar in die Felsen eingesickert. Anom hat einen Zauberstab, der das kann, ja. Den gab es im ersten Spiel schon. Der war super toll dadurch, der Zauberstab. Erkunden wir hier. Ich würde gerne ein paar Betrachter töten, bevor ich mich dieser Gruppe da unten widme. Würde ich gerne versuchen, Betrachter zu finden. Denn die kann ich töten. Stirb, Betrachter. In der Zwischenzeit. Dir geht's ja wieder gut. Du kannst ja mal da unten gucken, wo die Priester sich genau aufhalten. Während Anom das da oben in Ordnung bringt. Ja, ich habe da keine Bedenken. Anom wird das schaffen. Der reguliert den da oben. Ah, okay. Ihr steht hier unten schön zusammengeballt auf einem Haufen. Das schreit doch geradezu nach einem magischen Angriff auf euch. Geht's dir gut, Anom? Oh ja, dir geht's gut. Dir geht's ausgezeichnet sogar. Ah, was haben wir denn hier? Und Pfeile. Müssen wir erstmal wegpacken wieder. Diese Edelsteinbeutel sind so super praktisch. Ich glaube, die Hellebarde ist entweder Drachenbann oder... weiß ich nicht genau. Auf jeden Fall was Nützliches. Was haben wir da? Schwarzer Opal, okay. Das war der Raum da. Dann haben wir da unten noch ein paar. Wollen wir mal speichern und gucken, dass Nalia da eine Todeswolke reinsetzt. Mal schauen, ob die stehen bleiben oder ob die hinter mir herkommen dann. Ich denke ja, dass sie kommen. Boah, ja, Priester attackiert Nalia. Nalia, renn weg, ich fange sie hier ab. Haha. Ja, ihr kommt jetzt hier hoch und ich greife mir den Schwächsten raus. Im Vorbeigehen gleich. Ja, vielleicht laufe ich auch eine Weile mit. Ja, ich laufe eine Weile mit. Hier, wir brauchen eine Formation. Ist eigentlich okay so. Ich bin zufrieden. Ich werde sie dann da oben in der Engstelle abfangen. Mit Minsk an der Front und Braket von hinten. Oh, das muss aufhören. Gezaubert wird ihr nicht. Magie, Bann! Oh, ich hasse euch. Okay, du läufst weg einen Schritt. Und dann gucken wir mal, was kann denn Nalia noch so? Kettenblitz wäre natürlich eine äußerst gelungener Zauber. Okay, geh nach da. Du kommst nach da. Ihr beide schießt auf den da. Und du läufst da hoch. Und machst Kettenblitz in die Masse rein. Da, auf den da. Ah, du hast Angst? Okay, Anomen. Ich brauch dich dann doch wieder. Komm her. Panther. Das war schöner Schaden. Überall, wo blau ist, hat Nalias Kettenblitz eingeschlagen wie eine Bombe. Priester müssen weg. Die Priester müssen weg. Du. Und Furchtbann? Komm ich da hin? Okay, du schießt nochmal auf den da. Und du haust den um. Komm. Anomen, du bist auf dem Weg. Sehr schön. Komm her. Alle Mann auf den! Alle Mann! Los geht's! Und alle mit. Was?
Wie hast du das gemacht? Wie hast du das meiner Nalia, meiner Masi angetan? Heil dich! Und renn um die Ecke. Bevor der noch irgendwas Schlimmes macht. Auf den da. Und Anomen macht die Skelette weg. Komm, mach die Skelette weg. Ich hab dir einen Befehl gegeben, Junge. Und kaputt. Hey, es ging doch einfacher, als ich gedacht habe. Alle noch am Leben, alle noch hier. Wir können die Priester looten. Und die haben anscheinend nur Dreck angehabt. Wie toll. Halte die Augen auf. Oh, hallo. Man kann nie wissen, was für Gefahren an einem Ort wie diesem lauern können. Sehr vernünftiger Hinweis. Oh, die haben doch nicht nur Dreck an. Ah. Sehr schön. Da habe ich doch ein Schutzamulett gegen Gift gefunden. Immunität gegen Gift auf einem Amulett. Das trägt mal einer von euch starken Jungs. Das ist, ich könnte das Bracket geben. Allerdings hat Bracket so eine irrsinnige Regeneration. Der braucht keine Giftimmunität. Pfeile plus 1 für die gute Masi. Ja, wer braucht denn Giftimmunität? Ja, warum nicht? Warum nicht? Am Ende stellt sich dann heraus, dass Inquisitoren auch immun gegen Gift sind. Sind sie, glaube ich, nicht, aber ich glaube, es gibt Paladine, die sind immun gegen sowas. Ich weiß aber nicht, welche. Ah, die helle Bade. Nein, falsches Mädchen. Du bist mein Ziel. Ich will wissen, was das für eine helle Bade ist. Okay, du hast eine Identifizierungsschriftrolle. Dann wollen wir mal schauen. Oh, es ist die Anti-Drachen-Hellebarde. Ah. Was haben wir denn hier? Eine Art Spalten ist da drauf, die einen extra Angriff in jedem dritten Schlag im Prinzip ausführt. Okay. Extra Schaden und extra Trefferchance gegen Drachen. Sowie anscheinend... Das scheint immer zu gelten. 10% mehr Chance auf kritischen Treffer. Das ist gigantisch vom Schaden her. Kritische Treffer sind normalerweise nur auf einer 20. Damit wären sie dann auf einer 18, 19 und 20. Das ist eine richtig starke Steigerung. Dreimal häufiger. Aber nächste Folge machen wir dann den Betrachter fertig. Der Betrachterkönig. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann.